So, liebe verehrte Gäste, freue mich, dass Sie gekommen sind und zeigt Ihr Interesse, ich werde Sie nicht enttäuschen. Die Überschrift ist vielleicht ein bisschen reißerisch, ja, hier wird ja auch was verkauft, aber ich werde Ihnen in aller Kürze das erklären, was dahinter steckt. Das ist nämlich hochinteressant, das ist ja unsere Zukunftstherapie, das heißt, sie hat schon längst begonnen, aber so in 20 Jahren wird jeder davon sprechen und das wird die Haupttherapie, nicht die Gentechnologie, nicht die Nanotechnologie oder sonst irgendwas. Sie werden gleich erfahren, worum das geht. Wir müssen nur ganz kurz noch eine grundlegende Sache sagen, damit Sie nachher wissen, worum es überhaupt geht. Die Zelle einer Maus ist genauso groß wie die Zelle eines Elefanten. Es muss eine Bedeutung haben. Die Zelle eines Säuglings ist genauso groß wie die Zelle eines Erwachsenen. Es muss eine Bedeutung haben. Da können wir nicht einfach drüber weggehen. Das heißt also mit anderen Worten, wir sind irgendwo in einem Schwingungssystem drin. Denn der ganze Weltraum, alles, wenn wir uns als Weltraum auch betrachten, als kleinen Weltraum, wir bestehen aus Energie. Und diese Energie besteht zu 99,999% aus Vakuum, also aus Nichts. Außer Energie. Und jetzt stellt man sich das einfach so vor, dass diese Energie sich irgendwo zusammenklumpt, bis dann irgendwo Materie entsteht. Ich will nicht auf viel mehr eingehen, das ist hochinteressant. Sie können von mir ein Büchlein nachher am Stand erwerben, damit Sie in das Ganze mal hineinkommen, damit Sie sich selbst bestimmen. Das ist für mich wichtig. Sie müssen nicht sagen, der Arzt hat gesagt so und so, sondern Sie müssen mitdenken können, was ist los. Und das bringe ich Ihnen jetzt ganz die Schnelle bei. Einmal die Zellen sind alle gleich groß, dann sind die Zellorganellen auch in einem gewissen Abstand, in einer gewissen Größenordnung zueinander. Und jetzt stellen wir fest, dass wir zu 2/3 der Energie, die wir am Tag brauchen, von Weltraum leben und 1/3 von der Nahrung. Das hat ja auch wieder eine Bedeutung. Und jetzt kommt das Nächste. Die Nahrung scheiden wir ja zu 100% wieder aus. Nicht ein einziges Atom wird verbraucht. Es wird wohl mal das ein oder andere umgewandelt. Klar, eine Zelle neu gebracht und dann wieder das Nächste rausgetan dafür. Und bis zum Erwachsenenalter gibt es ein bisschen anderes Verhältnis, dass man doch was aufnimmt. Aber es wird ständig wieder gewechselt. Verbraucht wird kein einziges Atom. Also wovon leben wir? Von Energie, nichts als Energie. Und das ist jetzt der entscheidende Faktor. Wir brauchen Energie und jetzt fragen wir uns gleich, jetzt gehen wir voll in die Vollen rein. Was machen wir denn, wenn wir ein Medikament nehmen? Genau dasselbe, als wenn wir eine Nahrung nehmen. Wir nehmen die Energie daraus. Das Medikament, das sagt Ihnen dann der Apotheker oder der Pharmakologe, die sagen Ihnen, dass Medikament A wird zu B verstoffwechselt, wird aus C wieder weitergespalten und als D wirkt es und als E wird es wieder ausgeschieden. So, das ist der ganze Vorgang, der biochemisch beschrieben wird. Das sagt aber noch überhaupt gar nichts. Was ist denn da nun geschehen in dem Ganzen? In dem Ganzen ist geschehen, dass wir ein Zellsystem haben, was für uns nicht in Ordnung ist. Wir sagen dazu Krankheit. Und dieses Zellsystem schwingt nicht mehr richtig. Und jetzt nehmen wir dieses Medikament, was genau da hineinschwingt, was in diese Fehler hineinschwingt, wo das Ganze nicht kompatibel ist, um den neuen Ausdruck zu gebrauchen aus der Computertechnik, kompatibel ist mit der Raumenergie. Raum ist der Weltraum mit gemeint. Das ist alles. Alles schwingt damit rein. Stellen Sie sich vor, wenn Sie das ist so wichtig, wenn Sie jetzt eine Energie haben, die eine bestimmte Schwingungswellenlänge hat und eine Stärke hat und Sie haben dann ein anderes Objekt, was damit reinschwingt, dann ist es in Harmonie. Und so muss der ganze Körper von dem Kleinsten bis zum Größten aufgebaut sein. Er muss damit reinschwingen. Und wenn er da nicht mit reinschwingt, dann sagen wir, ich bin krank. Es ist völlig egal, was Sie jetzt an Krankheiten haben, völlig egal. Jede Krankheit hat dieselbe Grundsubstanz, eben, dass es ein Missverhältnis, eine Disharmonie zwischen der Schwingung, der biologischen Schwingung und der Schwingung unserer Zelle, dass irgendwas vorgefallen. Und das müssen Sie jetzt behalten, das ist das ungeheuer Wichtige. Denn wir nehmen mal hier ein Molekül an. Das ist einfach, soll Sie nicht weiter interessieren, das ist Digitalis, das kennen Sie alle. Ja, Digitalis, ein Herzmedikament. Schauen Sie mal,
wie wenig da pro Zelle ist, ein Milliardstel, noch nicht mal, das ist pro Körpergewicht ein Milliardstel und das wirkt am Herzen. Ja, wie wirkt denn das? Fehlt dem Herzen denn ein digitales Molekül? Niemals. Niemals, sondern es fehlt ihm genau diese Schwingung, die will das Herz haben, weil das Herz eben diese Schwingung nicht mehr richtig kriegt. Durch irgendeinen Grund, es ist ganz egal, was dahinter steckt, aber es schwingt nicht richtig. So, und jetzt machen wir dieses Molekül hinein, das wird im Körper natürlich zerhackt und so weiter, wird nachher ausgeschieden. Diese ganzen Ecken da unten, diese Ecken, da ist immer ein C-Atom, das international so, also Kohlenstoffatom, spielt jetzt keine Rolle. Das wird alles zerhackstückelt nachher und kommt irgendwie ausgeschieden raus. Soll auch nicht interessieren. Es ist auf jeden Fall da nicht mal, danach nicht mehr das digitale Molekül und wirkt auch nicht mehr als solches. Kann es ja nicht mehr, es zerrupft. Es wirkt dann wieder anders, wenn man es wieder einsetzen würde. Ja, also immer wichtig, wir nehmen ein Medikament, genau wie wir die Nahrung nehmen. Was, die Nahrung wird völlig wieder ausgeschieden. Wir brauchen die Schwingung dieser Nahrung. Das ist alles, was dahinter steckt. Und zwar ist das von der Nahrung, von der Energie, die die Nahrung eigentlich hat, ein winziger Bruchteil, kann man sich nicht vorstellen. Wenn nämlich das ganze Molekül, nehmen wir mal ein Zuckermolekül an, das im Körper voll verstoffwechselt würde, also dass es atomar reagiert, dann würden wir explodieren von ein paar Molekülen, dann wären wir weg. Das geht nicht. Also wir nehmen eine andere Energie, die aus der Abspaltung kommt, die unsere Fermente und Enzyme und so weiter macht. Ist jetzt alles dahingestellt. Wichtig ist, dass dahinter die Schwingung sitzt, die wir brauchen. Und jetzt können wir doch Folgendes machen. Wenn wir die Schwingung gebrauchen, warum schlucken wir denn was, wenn wir krank sind? Warum? Wir brauchen doch gar nicht zu schlucken, wir brauchen es doch gar nicht durch den Körper verstoffwechseln zu lassen. Wir nehmen genau diese Wellen. Und da gibt es ein Spektrum mit fast unendlich vielen Wellen, aber begrenzt. Ja, das ist, wenn Sie sich näher interessieren, der Logarithmus 81 spielt jetzt keine Rolle. Nur, dass Sie wissen, es ist in diesem Spektrum sind alle Wellen vorhanden, von unserer Körperlänge bis auch über unser Gewicht bis hin zu den kleinsten Zellorganellen, ja, bis zu den Wassermolekülen. Alles ist dort vorhanden. Und dieses alles muss harmonisch miteinander schwingen. Und wie kompliziert das Ganze ist, können Sie daran messen, dass das alles Räume sind, die schwingen. Also der ganze Raum muss mit unserem Raum identisch sein, mit den kleinsten und größten Teilen identisch sein. Das ist ganz entscheidend. Und wenn das nicht stimmt, wenn da irgendwas nicht stimmt, sagen, ich bin krank. Egal, völlig egal, was dahinter steckt. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir diese Wellen da reinkriegen, die dort fehlen. Wenn jetzt irgendein Zellorganell krank ist, so dass dann und mehrere Zellen davon betroffen sind, dass wir es irgendwann merken, ja, dann sagen wir, wir brauchen ja gerade diese Wellenlängen. Wir können auch was anderes machen. Der Kosmos gibt uns ja mal alle Wellenlängen rein. Ja, dann tun wir es doch auch. Der Kosmos schwingt nicht. Man sagt, die Zeit heilt. Manchmal heilt sie nicht, aber es ist ein Zeitproblem. Das heißt also, der Kosmos gibt wieder die richtigen Schwingungen rein und dann werden wir irgendwann wieder geheilt, in vielen oder meisten Fällen. Wenn wir aber jetzt sagen, ich gebe die kosmischen Schwingungen alle rein und zwar verstärkt reingeben, dann ist es doch ersichtlich, dass wir jetzt die Zelle zwingen, da rein zu schwingen. Sie muss jetzt da rein schwingen und wenn sie da rein schwingt, dann sagen wir, der Zellstoffwechsel stimmt. Und wenn der Zellstoffwechsel stimmt, ist die Zelle gesund. Oder wird sie gesund? So, das ist das Prinzip dieser ganzen neuen Medizinrichtung, die eigentlich tausende Jahre alt ist. Umsonst gäbe es ja nicht die Akupunktur, umsonst gäbe es ja nicht die Homöopathie. Das sind alles nichts weiter als Umgang mit Schwingungen, ja, die man dann so benutzt. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf sowas zurück. Ich wollte Ihnen nur mal erstmal die Einleitung sagen, dass das so ungeheuer wichtig ist. Also nochmal, wir müssen mit den kosmischen Wellen, die uns eingeboren sind, mitschwingen. Und die Mauszelle schwingt genauso wie die Menschenzelle und die Elefantenzelle und die Säuglingszelle wie die Erwachsenenzelle. Sie sind alle in einem gewissen Verhältnis. Und jetzt sieht man, dass die Natur, der ganze Kosmos, in einem gewissen Verhältnis aufgebaut ist. Und wenn dieses Verhältnis nicht da wäre, würde der ganze Kosmos zusammenbrechen. Wird alles kaputt gehen. Stellen Sie sich vor, wir machen aus einer Vakuumschwingung irgendwann einen Körper. Ja, irgendwann wird er zum Körper, was wir Körper nennen hier, alles, was Materie ist. Irgendwann wird es Materie. Und die Materie würde nicht jetzt wieder parallel zu den anderen Schwingungen schwingen, dann geht sie wieder kaputt. Also geht unser Körper auch kaputt, wenn es nicht richtig schwingt. Und wenn es ganz viel nicht richtig schwingt, dann sagen wir nachher tot dazu irgendwann. Ja, also wir wollen jetzt
dieses verfolgen. Was kann man machen? Ich habe gesagt, wenn das so ist, dann können wir auch von außen diese Schwingung beibringen. Wir müssen nur etwas schaffen, was diese Schwingung beinhaltet, sie verstärkt aus dem Kosmos und verstärkt wieder abgibt. Da das alles, das muss ich noch dazu sagen, das ist vielleicht nicht so interessant, aber es sind stehende Wellen. Stehende Wellen heißt, der ganze Kosmos schwingt so. Wenn Sie eine stehende Welle haben als Kind, vielleicht mit einem Band irgendwo an Zaun gemacht und dann immer so geschwungen, irgendwann steht das Ganze. Das ist eine stehende Welle. Und eine stehende Welle hat keine Hindernisse. Da können Sie Blei vortun, da können Sie sonst was vortun, die ist vorne wie hinten auch. So, das sind die stehenden Wellen. Und die sind im und das noch eins, das Letzte dazu gesagt, die sind im gesamten Kosmos und damit in unserem Körper logarithmisch aufgebaut. Wir denken immer linear, wir hören aber logarithmisch zum Beispiel, sehen logarithmisch, aber wir denken linear. Und diese Linearität, das sage ich Ihnen gleich, dass die uns zum Verhängnis wird. Wenn wir der nachgehen, das, um was wir ja tun, wir wollen Folgendes festhalten, diese Schwingung muss logarithmisch laufen, sie hat keine Hindernisse, ob Sie dann Blei vortun, Sie können sich hinter eine Bleiwand stellen, wo Sie wollen, Sie können sich in Blei eingießen, in einen Bleikäfig gehen, Sie kriegen die kosmischen Wellen überall noch ab. Das gibt es keinen sogenannten faradäischen Käfig, wo es nicht durchgeht. Das sind elektromagnetischen Wellen, das sind Querwellen. Aber diese Längswellen, die gehen immer, das heißt, eigentlich ist es falsch zu sagen, sie gehen durch. Sie stehen da einfach, sie sind einfach da, sind überall, in der Materie, im Vakuum, egal wo. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben jetzt jahrelang geforscht natürlich und haben mal geguckt, was ist das idealste Mittel, um überhaupt diese kosmischen Energien, wir sagen dazu auch Informationen, aufzunehmen? Diese Informationen, das haben wir herausgefunden, sind am besten in Wasser und in Quarz. Diese beiden. Wasser hat den Nachteil, dass Wasser immer weiter nachinformiert wird, während wir Quarz stoppen können. Quarz können wir so, das ist ein Know-how, das Welt in der Welt einzigartig von BioNTech. Das gibt es nirgendwo. Die Russen forschen auch danach auf den Universitäten. Die haben das Prinzip noch nicht. Jedenfalls stand vor 5 Jahren was unmöglich. Die wollten das auch gern von uns haben. Also das ist ein Prinzip, wo man eine Information hineinbringt, die das gesamte biologische Fraktal benutzt. Und dieses Fraktal bleibt jetzt stehen. Jetzt können Sie damit unter ein Röntgengerät gehen, Sie können es kochen, Sie können es auf 200 Grad erhitzen, Sie können machen, was Sie wollen, Sie schaffen das nicht weg. Und das ist eingebettet hier. In einem bestimmten Verhältnis müssen diese Quarzkörner miteinander sein, in einem gewissen Verhältnis, weil ja auch alles anders schwingt natürlich. Ja, und da kann man natürlich durch ein bestimmtes Informationsverfahren das so festigen, dass nichts mehr reinkommt. Wasser, wie gesagt, kommt immer noch rein. Wir haben jetzt aber ganz neu eine Methode, wo wir auch Wasser jetzt, das ist das Lourdes-Wasser, schaffen Sie nicht. Aber unser Wasser, das, was viel stärker ist als Lourdes-Wasser, das schaffen Sie auf jeden Fall nicht wieder zu kippen. Das können Sie unter Neonlicht tun, das können Sie Röntgenstrahlen tun, können Sie machen, was Sie wollen. Es ist nicht mehr kippbar. Das heißt also, auf diesem Know-how baut sich die ganze Medizin auf. Das muss über diesen Weg laufen. Es können auch andere noch mal. Bis jetzt hat es keiner. Aber es können andere mal, spielt keine Rolle. Wir müssen alle irgendwo dahin kommen. Ja, ich habe immer Angst, dass man damit Waffen bauen kann. Ich weiß auch jetzt inzwischen, wie man das könnte. Ja, ich könnte den ganzen Saal dann lahmlegen. Sitzen Sie alle da und sind depressiv oder sonst was. Oder sie springen alle in die Luft wie verrückt und so weiter. Das könnte man alles, wenn man es negativ betrachtet, machen. Wir arbeiten nur im rein biologischen System, im kosmischen System. Und deswegen haben wir Folgendes gemacht. Hier zum Beispiel so ein Pad. Ja, das kann man sich irgendwo drauf tun. Das können Sie auch, weil stehende Wellen sind, auch noch bis 8 cm abtun. Nehmen Sie an, Sie haben Knochenbruch, tun Sie es drauf auf den Gips. Ja, geht voll durch. Ja, dann werden Sie in kurzer Zeit die Schmerzen los. Der Knochen heilt wenigstens 1/3 der Zeit schneller. Das wenigstens. Wir wollen aber zu ganz anderen Maßstäben kommen. Vielleicht kommen wir nachher noch drauf, wenn Sie es besser verstehen. Wir haben also verschiedene Größen dort. Hier haben wir ein E-Smog-Pad. Dieses E-Smog-Pad hält Ihnen 100% E-Smog ab. Das zeige ich Ihnen nachher in Bildern. Sind sehr demonstrabel. Ich habe Ihnen mal ein Blutbild gezeigt. Fangen wir mal damit an. Ein Blutbild gezeigt.
Das ist normal, das sind Dunkelfelds. Sie sehen, diese Kreise sind alles roten Blutkörperchen. Ja, für die, die es nicht kennen, ist ganz klar, die meisten wahrscheinlich, sind alles roten Blutkörperchen. Und Sie sehen, die sind schön gelockert. Und wenn man unter dem Mikroskop guckt, dann schwimmen die, dann fließen die irgendwo unter dem Deckplättchen längs. Das heißt, sie sind beweglich, das ist sehr, sehr gut. Und jetzt sehen Sie ein anderes Bild mal. Ja, da sehen Sie nur Verklumpung, da sind sie aneinander geheftet, diese Dinger. Und wenn Sie heute was Warmes gegessen haben, also was Erhitztes gegessen haben, wird Ihnen das auch so aussehen. Egal, ob es Veggie ist oder sonst was. Es ist so. Wenn Sie Rohkost essen, dann haben Sie das Bild. Da können Sie sich vollhauen, wie Sie wollen. Sie haben grundsätzlich das Blutbild. Sie werden sehen, dass dieses Blutbild dort, wenn das aufeinander geklebt ist, eine Blutzelle weniger Sauerstoff aufnehmen kann. Das ist doch verständlich. Und außerdem, wenn Sie so verklebt sind, kommen Sie doch viel schwerer durch die Kapillaren durch. Das ist doch auch verständlich. Das heißt also, vor den Kapillaren staut sich da was und wenn sich staut, wird es sauer, das Milieu. Und wir wissen alles, Herzinfarkt, Krebs, alles fängt im sauren Milieu an. So, da wissen wir schon was, dass wir zum Beispiel bei der Rohkost einen riesigen Vorteil haben, auch wenn was anderes gesagt wird. Der Brucker sagte, wenigstens 60% Rohkost. Das ist ja schon mal ganz viel wert. Das sollte Ihnen nochmal eine Einstimmung geben, wie wir über das Blutbild unsere Systeme hier messen können. Wir haben ja so Folgendes noch, wir haben das BPA-Pulver, das ist ein Zeolit. Und dieses Zeolit ist einzig in der Welt, dass es nämlich mit unserer Informationstechnik informiert wurde. Sie haben jetzt gleichzeitig eine ganz andere Aufnahmekapazität und wenn Sie jetzt ein Magengeschwür haben oder ein Darmgeschwüre haben, ja auch diese schweren Darmgeschwüre, Colitis ulcerosa, wer das kennt und so weiter, die sind ganz schnell geheilt damit. Aber wirklich schnell. Das geht also über Nacht, sind Sie schon ein Magengeschwür schmerzlos oder eine Gastritis, sind Sie über Nacht los. Das haben wir alle schon genügend demonstriert. Das geht prima. Das kommt aber nicht alleine durchs Pulver, sondern durch die Information da drin. Auch hier werden die Schleimhäute gezwungen, da reinzuschwingen. Ja, und dann können Sie nachher nicht anders als normal arbeiten. Und wenn Sie normal arbeiten, nennen wir das Gesundheit. Dann merken wir auch nichts mehr. So, das ist immer eine Sache, was wir da noch machen können. Wir haben hier die Pads, da haben wir verschiedene Größen. Hier ist vielleicht ganz interessant, das ist für einen Zahn ganz gut. Eine Zahnklinik, die benutzt die, wenn die gerade alle Leute besetzt haben und da kommt einer mit starken Schmerzen rein, sagen sie, 2 Stunden muss noch warten, aber kriegst das Zahnpad rein. Ja, und danach sagen die Leute, eigentlich könnte ich wieder nach Hause gehen. Ja, also, die Angst vom Zahnarzt haben, die überlegen sich schon, soll ich, ich kann doch das Pad benutzen. Nein, es muss mal irgendwann heil gemacht werden, denn wenn die das Pad wegnehmen, dann wird es ja wieder, wenn der Zahn defekt ist, dann wird er wieder irgendwann schmerzen. Nicht? Aber zumindest können Sie sich dann erstmal helfen. Und wenn Sie solche Pads auflegen, wenn Sie irgendwas haben, Verbrennung oder frische Wunden und so, auch wenn Sie im Krankenhaus operiert werden und Sie kriegen einen Verband drauf, über den Verband das legen, Hüftoperation, Knieoperation, ganz egal, was Sie kriegen, gleich über den Verband dieses Pad legen. Ja, und der Arzt guckt am nächsten Tag rein und sagt, das verstehe ich nicht. Das ist uns dauernd passiert und es gibt einen Kieferchirurgen, der mich immer anrufen will, ja, und sagt, die Frauen haben gesagt, nimm doch mal das Pad rein. Der schickt die Leute nach Hause mit Medikamenten, mit Schmerzmedikamenten, sagen, wenn es zu stark wird, ruf mich an, ich komme heute Nacht. Der kommt am nächsten Tag und zeigen eine Abschwellung da, die der Zahnarzt noch nie gesehen hat. Und dann sagt er, was ist denn da passiert? Ja, sagen sie, geht doch mal zum Vollert und da lasst euch das mal erklären. Und dann wollen die das immer tun und tun es nicht. Warum? Das habe ich auch erst später erfahren, weil sie überwiesen wurden, die Patienten. Und dann sagt der Hausarzt nachher, der es gar nicht kennt, ah, das ist esoterischer Kram, da schicke ich doch niemanden mehr wieder hin. So läuft die ganze Geschichte. Also liegt das ganz woanders. Diese Vorurteile, die noch da sind, ja, ich bin eigentlich der stärkste Kritiker meiner eigenen Sache gewesen. Ich habe nach 2 Jahren gesagt, aber hier kann es wirklich nicht helfen und hier kann es wirklich, ich muss mich immer eines Besseren belehren lassen. Ja, und wir haben auch eine Feldstudie, wo das ganz eindeutig kommt, da zeige ich Ihnen nachher noch was. Also, diese Pads wirken tatsächlich, Sie müssen das immer nur gleich tun. Ja, Sie kriegen dann keine
überschießend Narbenbildung, diese Keloide, die ja eklig sind manchmal oder auch schönheitsmäßig schlecht sind, oder die Chirurgen, die Schönheitschirurgen, ja, um den Begriff mal zu sagen, ja, die könnten damit 10% der Brustoperation, das sieht doch verheerend aus hinterher, die sieht man ja nie, nicht? Und das könnte man alles damit machen, indem man gleich ein Pad mit drauflegt und es gibt keine Narbenbildung. Wir haben hier, das sind die größeren Pads, und hier oben, da haben wir das E-Smog-Pad. Und vom E-Smog-Pad, da haben wir auch einen Ring, das kommt ihr gleich nochmal. Also E-Smog, was ja E-Smog, Elektrosmog, kennen Sie von Handy, schnurlosen Telefonen, Sendern, Mikrowellenherd. Es gibt ja noch Leute, die Mikrowellenherd zu Hause noch heuer haben. Verstehe ich bis heute nicht mehr, weil man da eigentlich aufgeklärt sein sollte. Das ist ganz unmöglich. Das ist eine Waffe, so ein Ding. Sie können damit aber trotzdem das alles neutralisieren. Oder wenn Sie vom Fernseher sitzen und so, Sie haben die Strahlung dort, können alles neutralisieren. Ja? Und Sie können hier so einen Ring nehmen anstatt so ein E-Smog-Pad. Das geht ums Armband zum Beispiel, können Sie auch Tag und Nacht tragen. Dieses Pad muss Tag und Nacht getragen werden, weil Sie Tag und Nacht, besonders Nacht sogar, wo Sie diese Wellen abkriegen, die gerade für den Wachrhythmus da sind. Das ist ganz schlimm. Und Sie müssen sehen, dass Sie da, es gibt viele, 80% der Leute sagen, ich kann erstmalig schlafen, wir haben so ein kleines Pad genommen. Wir können das Pad noch viel kleiner machen. Sie glauben kaum, wie winzig die Wirkung ist. Sie haben es ja an dem Molekül vorhin gesagt, digitales Molekül. Ja, wie wenig da pro Zelle ankommt und trotzdem wirkt es noch. Wir haben Versuche gemacht, dass wir 2 mm mal 2 mm mal 4 mm so ein kleines Stück hier von der Kante genommen haben und das können wir in einen Zahn reintun, ja, in einen prothetischen Zahn reintun, zum Beispiel darin verarbeiten und dann sind sie das Leben lang geschützt gegen Elektrosmog. Und die Versuche haben wir gemacht, das geht ganz prima. Also, jetzt haben wir noch andere, wir haben andere Möglichkeiten, diesen Quarz ein bisschen anders primär zu steuern, dass er hier und dort eine noch größere Verstärkung zu Ungunsten der Schmerzlinderung macht. Ja, und das ist hier Eat and Drink, haben wir es genannt, kleines und großes Pad, eigentlich egal, welches Sie nehmen, nur wir haben das große eben für Töpfe genommen und Pfannen und so weiter, große Schüsseln und das kleine eben für Gläser und Tassen und so weiter. Nicht? Aber Sie könnten letzten Endes auch auf das kleine einen Topf stellen. Ja, die Wirkung ist genug, absolut genug. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel solche Pads haben, dann werden Sie sehen, wenn Sie Joghurt draufstellen, zum Beispiel, Joghurt ist ja, muss ja rechts gedreht sein, das kennen Sie, nicht? Und Joghurt sollte man gar nicht essen, aber ganz genau, abgesehen davon, wer es isst, Joghurt ist rechts gedreht. Rechts gedreht ist er dann, wenn er 51% rechts gedreht ist und 49% links gedreht. Ja, dann ist er rechts gedreht. Wir können ihn vollständig rechts drehen damit. Vollständig. Das heißt also, jeder Joghurt wird vollständig rechts gedreht. Sie haben eine Gewissheit, dass er rechts gedreht ist. Wir haben diese Messung gemacht mit dem Martin Günther. Der Martin Günther ist übrigens derjenige, mit dem ich die Messung machen muss. Er hat sich auf der Universität Graz prüfen lassen mit seinem Bioresonator, mit dem er das alles misst. Und man muss von 100 Versuchen 95 im Blindversuch richtig machen, dann wird es anerkannt. Er macht von 100 richtig, sodass er zertifiziert. Und deswegen lasse ich es bei ihm grundsätzlich prüfen. Ich bin nicht so gut wie er. Und er macht das schon 40 Jahre, die ganze Geschichte. Er hat es auch beruflich vorher gemacht mit Kleidung und Nahrungsmitteln. Da hat auch die pH-Werte bestimmt, also Säurewert. Der wird reguliert hier und zwar ganz gewaltig. Also freie Radikale werden gesenkt damit. Ohne, dass Sie jetzt einen Radikalfänger haben, wenn man von grünem Tee spricht und so weiter. Ja, dann nimmt man noch das Tein mit, nicht? Und das wird nie davon geredet. Lass doch das bisschen Tein und so weiter. Hauptsache, das wirkt. Das gibt die sogenannten ORAC-Werte, die bestimmen, da bestimmt man zum Beispiel, wie viel Potenz ein Mittel hat, eine Nahrung hat zum Beispiel, um die freien Radikale zu neutralisieren. Das sind diese ORAC-Werte, die werden Sie immer mehr hören, das ist so, seit 5, 6 Jahren ist das so richtig in Gange gekommen. Und das sind aber ganz gut, leider werden die alle noch nicht im medizinischen Genügen gemacht, sondern werden alle im Reagenzglas gestellt, aber da gibt es schon ganz tolle Werte. Und wir können sehen, dass diese Werte knallhart, blitzschnell
stattfinden, also im neutralen Bereich, im leicht alkalischen Bereich unseres Blutes. Und das ist immer so, das ist bei jedem Menschen so. Das hat der Martin Günther gemessen auch. Also wir haben dafür ein Gutachten drüber und so weiter. Wir haben hier noch mal was anderes, eine Creme gemacht. Die beinhaltet sehr viele Inhaltsstoffe wie Aloe Vera und Silber. Und das kennen Sie alles so, was da drin ist. Das sind die bekannten Pflanzen und so. Läuft auf einer sehr guten biologischen Basis, alles biologisch. Und wir haben da drin Quarzpulver vermengt in einer bestimmten Menge und das informiert. Und jetzt wirkt die Creme ganz anders. Wenn Sie sagen, ich habe hier was im Gesicht, ich möchte das Pad nicht hier mir raufpflastern, dann nehmen Sie die Creme drauf. Ja, die wirkt fast so gut. Ja, aber sie wirkt immer eigentlich genügend, kann man sagen. Also sie macht auch die Narbenbildung glatt und so weiter. Das ist also, das ist dasselbe. Nicht? Und sie, also eine ganz tolle Sache ist diese Creme, die hat sich bewährt bis dort hinaus. Also wirklich ganz toll. Denken Sie immer dran, Sie haben durch den Quarz die Schwingung nach innen. Und wenn Sie die Quarzschwingung nach innen haben, ja, dann und 8 Zentimeter weit kommen, dann kommen Sie sehr tief. Sie kommen eigentlich durch den ganzen Körper damit, wenn Sie das hier haben oder an der Hacke haben, ist völlig egal, wo Sie das Bett haben. Es ist immer stehend im ganzen Körper. Aber es ist für eine Wunde, da muss es möglichst die Wunde überdecken. Dann ist es dort 100%, während es dann an den Seiten natürlich durch die radiäre Strahlung eben abnimmt, wie alles bei radiärer Strahlung abnimmt. Aber bei 8 cm im Körper, nein, ist es noch gut genug. Sehen wir gleich bei der Akupunktur, wie das wirkt. Das ist das. Hier haben wir einen Stab, einen Akupunkturstab, und der hat auch dieses System in sich, hat dann noch bestimmte Techniken natürlich. Und jetzt können Sie sagen, das ist gar nicht mehr, das kann jedes, jedes kleine Kind kann das. Der Arzt kann sogar im kleinen Kind, kann er hier einen Punkt drauf machen, sag, halt es doch mal da drauf für 5 Minuten. So hat er eine Akupunktur gemacht. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wir gleichen nicht Yin-Yang aus, erstmal durch verschiedene Akupunktursitzungen, bis wir das soweit haben, sondern es ist in 2 Sekunden ist das ausgeglichen. Und jetzt kommt die Energie hinein, jetzt wird sie wieder die Zelle gezwungen, die Meridiane werden gezwungen, so zu schwingen. Das ist immer das Entscheidende. Wir zwingen das System damit geradezu, weil es stärker ist als das kosmische System. So, und jetzt haben wir, egal wie, da wir sagen, das hat einen großen Ausbreitungsfaktor, können wir das ja irgendwo, so sagen wir, der Punkt ist hier ungefähr, spielt keine Rolle, wo wir da drauf sind. Wenn der Punkt hier ist, können wir es hier halten, hier halten, hier halten, ist völlig egal. So, es wirkt immer. Sie treffen immer den Akupunkturpunkt, Sie kriegen immer nur Akupunkturlinien. Wir können auch mit den kleinen Pads, diese kleinen, die wir gemacht haben, bestimmte Hauptakupunkturpunkte kleben, gegen Leberleiden, Nierenleiden und so weiter und so fort. Wir haben da am Stand eine Tafel, wo Sie das alles drin sehen können. Dann können Sie das selbst machen. Und das können Sie Tag und Nacht tragen. Da brauchen Sie nicht 5 Minuten oder 20 Minuten, sagt der Arzt, ja, 20 Minuten, jetzt ist zu lange, jetzt muss der Nächste kommen zur Akupunktur. Nee, Sie machen die Akupunktur Tag und Nacht, bis die ganze Soße stimmt. Fertig. Wir haben sogar einen Leberpatienten, der Leber transplantiert werden sollte. Und der hat endlich seine Leber kriegen sollen. Und eine Woche vorher hat er dann das Pad hier auf die Leber gemacht. Und dann, als er dann zur Kontrolle kam, er war ja vorgeladen dann, so hat er, die Leber sind aber nicht so, dass wir sie transplantieren müssen. Die war nicht gut, die Leber, aber sie funktionierte prima. Da haben sie wieder nach Hause geschickt. So, das war das. Und der lebt weiter jetzt, herrlich und in Freuden. Der benutzt nur das Pad. Meinte, macht er nichts. Hat natürlich aufgehört zu saufen. Gut, das haben wir, und hier haben wir einen Tunnel, den sehen Sie dort. Der Tunnel, der strahlt Sie jetzt alle an. Wenn Sie irgendwas, falls irgendeiner von Ihnen gemerkt hat, dass er sehr wach ist jetzt im Moment, ja, dann liegt es daran. Ja, falls Sie einschlafen, hat der Tunnel nicht genug gewirkt. Da müssen Sie ihn ganz nah haben. Da müssen Sie ihn so dran haben oder so, Leberpatienten nehmen ihn so. Er ist eigentlich ganz anders gedacht. Er ist gedacht für das Ulcus Cursus, also die offenen Beine unten. Da tut man das rauf. Das gibt da Millionen Leute, die es heute gebrauchen könnten. Heute, im Moment, könnten das Millionen Deutsche gebrauchen alleine. Die haben zum Beispiel eine Thrombophlebitis, also eine Entzündung der Krampfadern. Und das geht ganz schnell damit, viel schneller, als wenn Sie Medikamente nehmen. Sie können aber jedes Medikament dazu nehmen, können Sie außerdem, können Sie machen, wie Sie wollen, weil die auch manchmal woanders noch von anderen Seiten noch verstärkt angreifen. Aber das ist dann nicht mehr wichtig.
wichtig ist, dass eben diese Strahlung reinkommt, die Zellen zwingt, jetzt wieder die Entzündung rauszuhauen. Fertig, das ist alles, was da geschieht. Und Sie sehen mal jetzt, weil wir brauchen gar nicht mehr so die Diagnose. Und wenn Sie sagen, mir tut was weh, ja, dann sagen Sie, tun Sie es doch mal drauf. So, dann werden Sie schon sehen. Und wenn es dann anhält, ja, dann können Sie immer noch weggehen zum Arzt. Ne? Aber es soll den Arzt nicht ersetzen, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin ja selbst Arzt, ich möchte nicht ersetzt werden. Das heißt, ich habe mich schon längst selbst ersetzt. Gut, jetzt haben wir mal von Japan Wärmebildaufnahmen gekriegt aus einer Klinik. Sie sehen, das ist das Normalbild. Das heißt also, da ist einer im Raum, der hat einen freien Oberkörper und da wird ihm dann das Pad draufgetan, hier. Sie sehen, unter dem Pad wird es kälter, das Blaue zeigt Kälte an. Je heller die Farbe und rot ist dann ganz heiß. Das heißt, wenn Sie diese Farbe haben, hier sehen Sie schon etwas heller, da ist schon wärmer über der Wirbelsäule. Und hier, da wird es kalt, nicht? Es wird kälter, aber das spüren Sie nicht. Der Körper wärmt das zur Genüge an. Und dann denkt man, ja, das muss doch Wärme erzeugen. Im Moment noch nicht, weil das Ding ja selbst kalt ist. Die Zellen müssen ja nur erstmal arbeiten. Sie werden jetzt gezwungen zu reagieren und das werden sie auch tun. Die Zellen, schauen Sie mal, da ist das drauf, da ist es nach kurzer Zeit wieder abgenommen worden, um zu sehen, schauen Sie schon, der ganze obere Bereich wird gelb, auch bis hier runter zieht, es wird alles gelb. Und wenn man das dann eine halbe Stunde drauf gemacht hat, ja, dann sieht das so aus, da wird alles rot. Und schauen Sie mal, der ganze Darmbereich, Die Verdauung, gerade bei jungen, schlanken Frauen, die eine halbe Kartoffel zu viel essen und dann immer sagen, ich habe Magendruck, die brauchst du noch drauf zu tun. Halbe Stunde später ist die Sache erledigt. Das geht ganz schnell und dann können Sie mehr essen. Ja? Also ist nicht, was ich propagiere, aber Sie haben mehr Genuss davon, als wenn Sie hinterher immer einen Magendruck haben. Nicht? Da kann man doch ganz viel mitmachen. Schauen Sie mal, und diese Durchblutung, die muss man sich mal anschauen. Hier oben hat das Pad gelegen, da. Da sehen vorher, wo das so kalt war, da hat es gelegen. Und trotzdem, es wird alles hinterher durchblutet. Also die Reaktion ist da, der Stoffwechsel ist da. Wenn der Stoffwechsel da ist, der Zelle, wird die Durchblutung höher und es wird wärmer. Das ist, was dahinter steckt. Oh, ich habe ja schon Zeit. Ja. Das andere Wärmebildkamera, die wir im Hause gemacht haben, Hause Heine, ne, Portasanus, die haben jetzt da mal Wärmebildkameras gemacht. Sie sehen mal, vor dem Versuch sah das so aus. Das ist ein bisschen, ist noch alles warm, nicht? Das Rote dort, ja, mit Bionpad, hier ist ein Bionpad draufgelegt und dann, es hat da drauf gelegen, aber schauen Sie mal nach 10 Minuten, wie der ganze Körper durchblutet ist. Da sehen Sie da dran, das bringt das Blut nicht weiter, sondern die Strahlen sind überall. Nicht? Natürlich sind Sie dort in der Nähe hier. Da ist es natürlich am stärksten und hier unten nimmt es dann wieder ab. Nicht? Aber es ist da. So, hier will ich Ihnen mal was demonstrieren. Das ist fantastisch. Schauen Sie mal, wir haben hier ein Handy. Ich weiß nicht, ob Sie es alle erkennen, hier ist ein Handy, also ein Telefon, auch schnurlos Telefon, egal was dahinter ist. Also mit den Funkgeräten, mit denen wir dauernd zugange sind. So, und hier hinter sitzt eine Person, wenn Sie es erkennen, ich bin's. Und hier haben wir eine Platte davor mit einer Aluminiumfolie. Und eine Aluminiumfolie hält sämtliche elektromagnetischen Strahlen ab. Unsere Frage ist, was schadet uns denn beim Elektrosmog? Ich glaube, Elektrosmog wollen wir nicht erklären, kennt jeder inzwischen. Was schadet uns beim Elektrosmog? Was davon? Sagt der Elektrosmog, das sind elektromagnetische Wellen. Nein, die sind es überhaupt gar nicht, sondern von jeder elektromagnetischen Welle gibt es ungefähr 20% Abfall, wie der Konstantin Meil sagt, der Entwickler ist dieser ganzen der ganzen Technik, der Wellentechnik, die hat er vor 100 Jahren von dem Tesla aufgenommen. Der Tesla war ja der Erste, der es gemacht hat. Der hat ja mit diesen Strahlen schon, über die wir heute reden, hat er ja schon Autos gefahren, hat er Motor mit Wasser laufen lassen. Das geht ja alles, das drückt man uns alles weg. Man macht ja ganz andere Sachen mit uns, die wir nicht verantworten können, aber es wird einfach so gemacht. Wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, das abzuschirmen. Wir kennen auch Faradayschen Käfig. Der Martin Günther hat das auf Teneriffa. Da ist ein Rieseninstitut mit einem Faradayschen Käfig, ganz starken Faradayschen Käfig. Da hat er gezeigt, dass diese Wellen,
um die es sich handelt hier, durch den Faradayschen Käfig gehen. Ja, und das sind die sogenannten Skalarwellen. Sie werden das immer mehr hören. Der Mail ist jetzt endgültig durchgekommen, nach 20 Jahren Verlachen und so weiter. Aber es steht immer noch Negatives über ihn. Aber es wird auch nicht auszurotten sein. Und inzwischen ist er schon Chairman an einem riesigen Kongress mit 15.000 Leuten gewesen, wissenschaftlichen Kongress und so weiter. Man holt ihn. Die Russen haben das heimlich, in der Militär machen die das. Die benutzen das Wort Skalarwelle noch und wir benutzen das. Das heißt also, wir benutzen aber nicht die Mailschen Skalarwellen, wir benutzen nicht die militärischen Skalarwellen, sondern wir benutzen die natürlichen Skalarwellen. Das ist noch der Unterschied. Und Sie werden gleich sehen, warum das wichtig ist, dass ich das erwähne. Die Mailschen Skalarwellen und die russischen, die sind alle linear aufgebaut. Also 10, 20, 30, 40, 50. Ja? Und unsere sind 10, 100, 1000, 10.000. Und zwar nicht in dem Logarithmus, dem natürlichen 2,7, 5,4. Gehen Sie mal höher, nicht immer das Doppelte. So sind die aufgebaut. Es ist eine logarithmische Kurve. So ist die Natur aufgebaut, nur so. Hier sehen Sie mal, dass wir da einen Versuch gemacht haben, da, wo ich den mit Meil auch abgesprochen habe. Der hat gesagt, das genügt die Aluminiumfolie davor, wenn Sie im Kaufhaus was klauen wollen. Da sind doch immer diese Clips da dran. Und wenn Sie da durch die Sperre gehen, dann gibt es den Pieps. Sind elektromagnetische Wellen. Was machen die Leute? Sie nehmen sich diese Kühltaschen, die drin eine Aluminiumfolie haben, wo sie Eis kaufen oder sowas, und tun es da rein. Da können sie ganz getrost mit durchgehen. Ja? Warum? Weil die elektromagnetischen Wellen abgefangen werden. Aber unser Körper, ja, das wissen die Detektive schon längst, deswegen sage ich das. Nein, ich will es nicht verbreiten. Die Kaufhausdetektive wissen das alle. Der Trick ist bekannt, so wie sie einen mit der Tasche sehen, den haben sie sofort auf dem Kicker. Ja, ist klar. Also, Sie haben jetzt eine Möglichkeit, die elektromagnetischen Wellen abzuschirmen, aber nicht die Skalarwellen. Ich habe Ihnen gesagt, es sind stehende Wellen. Die können Sie nicht abschirmen. So, und jetzt müssen wir sagen, wenn jetzt wir die elektromagnetischen Wellen abschirmen, dann dürfen wir keine Blutbildveränderungen haben. Mal sehen, was da geschieht. Wir haben hier ein Bild, das ist das Ausgangsbild, wieder ein normales Blutbild, nicht? Ganz normal, die es kennen, es gibt vielleicht einige unter Ihnen, die Dunkelfeld machen und so weiter. Die sehen, das ist ein ganz normales Blutbild. Gehen wir weiter. Wir haben jetzt dann danach 6 Minuten lang ein Handy ans Ohr getan. Ja? Das können wir hinter dem Ding machen oder vor dem Ding, völlig egal. Wir haben ein Handy und nehmen das ans Ohr ran. Ja? Wir haben diese Blutbilder übrigens alle hinter dieser Platte gemacht. Also die elektromagnetischen Wellen waren wirklich abgefangen. So, jetzt haben wir trotzdem das Blutbild. Egal, ob wir das Handy jetzt hier haben oder ob wir eine Alufolie davor tun. Wir kriegen immer wieder das. Das heißt, es kommen nur die Skalarwellen durch. Also sind es die Skalarwellen, die linearen Skalarwellen. Alles, was wir künstlich erzeugen, gibt lineare Skalarwellen und sind nicht mit dem Kosmos kompatibel. So, da haben wir mal, schauen Sie mal, und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Bilder mal zusammen. Wir haben jetzt mal ein, ich habe hier die anderen Bilder, ersparen wir uns, weil es zu lang dauert. Wir haben jetzt hier ein anderes, da haben wir in der Hemdtasche ein E-Smog, ein kleines, also dieses E-Smog, ja, 10 Sekunden später, nachdem wir das Blut abgenommen haben, das da oben gesehen haben, nachdem wir das gesehen haben, wir 10 Sekunden später haben wir das Blut abgenommen, nachdem wir dieses Pad in die Hemdtasche gesteckt haben oder an Socken rein, ist ganz egal wo. Und schon sehen Sie, das ist praktisch normal. Und wenn Sie jetzt hier sehen, jetzt erstaunen Sie mal, das ist sogar noch besser als das Ausgangsbild. Das heißt, auch wenn man müsste es jetzt mikroskopische Bilder hintereinander wegzeigen, damit Sie sehen, wie sich das dauernd verändert, wie dies fließt. Dann sehen Sie das Blut fließen. Und bei dem Blut, da sehen Sie bei vielen Leuten überhaupt nichts mehr fließen. Diejenigen, die Dunkelfeld von Ihnen machen, wissen das. Mit schweren Leberschäden oder sowas, da fließt da gar nichts mehr. Ja, und wenn Sie dann so ein Pad nehmen, dann fließt es bei den Leuten wieder. Auch bei schwersten Leberschäden. Also fantastisch geht das. Sie sehen, dass wenn Sie das dauernd bei sich tragen, da können Sie Sender in der Nähe haben, da können Sie telefonieren stundenlang, Sie können machen, was Sie wollen. Sie haben dieses Blutbild. Wir gehen jetzt weiter mit unseren Forschungen. Wir wollen jetzt auch noch Melatonin und all so eine Sachen gleichzeitig aus dem Blut rausholen, das alles messen. Dann wird irgendwann
Ende des Jahres eine nächste Arbeit fertig sein, die dann also einen riesen Parallelen zeigt, was im Körper überhaupt los ist, wo die Schulmediziner sagen, wenn das auftritt, ist das auch erklärlich, dann hast du die Krankheit, dann brauchst du dieses Medikament. Pustekuchen brauchen wir alles gar nicht. So, jetzt haben wir mal dieses gemacht, hier haben wir mal das gezeigt. 12 Minuten lang mit dem Handy telefoniert. Ja? 12 Minuten, so frei, ohne die Abschirmung. Frei telefoniert. 12 Minuten, das ist doch klasse. Unter dem E-Smog-Pad. Sie sehen, das ist doch noch sogar noch besser als das bald. Hier sind Sie ja dauernd, das ist der Alltag hier oben. Das ist der Alltag, weil Sie dauernd irgendwo Strahlen kriegen. Was meinen Sie, wie viele Strahlen Sie hier abkriegen? Aber ich kann Ihnen sagen, Sie sind vornehmlich geschützt im ganzen Bereich hier, durch den Tunnel, der da steht. Ja? Wenn Sie jetzt Blutbild vorher abgenommen hätten und hinterher jetzt, dann hätten Sie es gesehen. So, also die wirken stärker dort, nicht? Und hier haben wir nochmal sowas gemacht. Jetzt haben wir mal dasselbe gemacht und haben jetzt mal 10 Minuten gewartet, noch kein Pad dran. Sie sehen, nach 10 Minuten ist es ja immer noch so. Haben wir weitergeguckt, ja, nach 30 Minuten ist es immer noch so, ja, und dann haben wir dann ein Pad dran getan und dann nach einer Minute danach gemessen. Sie sehen, da ist es immer noch nicht so richtig aufgelöst. Es ist schon zwar ganz gut, aber noch nicht richtig. Und hier sehen Sie, nach 5 Minuten, da kriegen wir einigermaßen Blutbild wieder hin. Also, wenn Sie es später machen, das mit allen Sachen so, auch wenn Sie Wunden haben und so, je später Sie es einsetzen, desto weniger haben Sie natürlich die Anfangswirkung, die ja die wichtigste ist, ja, wenn Sie gerade Narben und so weiter haben und hier auch das Hirn schützen wollen. Das Gehirn bei Kindern ist ja doch ganz empfindlich und bei uns sowieso auch, aber wir sehen Leute, Sie sehen, die werden immer kranker, die Leute werden immer kranker, immer mehr Depressionen und Burnout-Syndrom, wie sich das heute dann neudeutsch nennt und so weiter. Sie sehen, da ist keine Energie mehr hinter meinen Leuten. Wir haben die höchste Invaliditätsrate bei psychischen Erkrankungen. Die Alzheimer, oder die ist besser gesagt, wenn Sie sagen, die Demenzen werden immer jünger. Das wird verrückt heute. Woher kommt denn das Ganze? Und jetzt wollen Sie noch mit den Amerikanern den Genfraß einführen. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Das kommt noch was auf uns zu. Wir haben schon genug zu leiden, aber wir können uns schützen, Gott sei Dank. Das kann ich Ihnen hiermit versichern. Und Sie haben eine ganz andere Energie, wenn Sie das Tag und Nacht tragen. Ich kann Ihnen sagen, seitdem ich das habe, seit 15 Jahren, merke ich keinen Energieverlust. Klar wird man älter und öller, das ist klar. Aber der Energieverlust ist nicht da. Man hat eine Vitalität, die ist wahnsinnig. Ja, da freue ich mich jeden Tag drüber. Jede Stunde, die ich erlebe, ich brauche weniger Schlaf und so weiter, bin dann voll da und bin dann froh, wenn ich mal nachts aufwache. Da kommt es nur durch einen Gedanken, den ich wieder habe. Herr Heine, sagen Sie mir? Ah ja, ist noch ein bisschen? Okay. Hier haben wir noch eine, jetzt kommen wir zu stärkeren Sachen rein, so ein Ei dort, das ist so groß, Sie sehen es am Stand nachher, das hat jetzt ganz andere Sachen noch drin. Ja, das ist die nächste Generation, wo wir in einen anderen Bereich reinstarten. Ja, lesen Sie das kleine Büchlein mal von mir dort, das ist für Laien geschrieben, da können Sie ein bisschen mehr darüber erfahren, wir haben die Zeit leider nicht so. Das ist hochinteressant, die ganze Geschichte, wie das weitergeht. Es geht genauso weiter, wie wir uns das theoretisch vorgestellt haben. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir einen Knochenbruch in einer Stunde heilen. Aber da kommen wir hin, Sie werden es lachen, das geht, das ist nur die Folgerung aus dem Ganzen. Das ist die Frage der Zeit. Hier haben Sie noch mal Blutbilder vergrößert, gezeigt, wie sie auch nach Nahrungsaufnahmen sind, zum Beispiel. Wenn Sie jetzt Rohkost essen, Sie kommen mit diesem Blutbild an, essen Rohkost und so, da passiert Ihnen gar nichts, überhaupt nichts. Das Blutbild bleibt. Also da sehen Sie schon mal, dass auch erhitzte Nahrung schlimm ist. Und es sind nicht nur immer die Kohlenhydrate, die da verteufelt werden, mit Recht verteufelt werden. Ja, und hier gebe ich Ihnen mal noch zum Abschluss, haben wir so ein bisschen? Nein. Ja, okay, hier haben wir mal aus einer Studie mal einen ganzen Haufen Diagnosen raus, so wie sie uns gesagt worden sind. Wenn Sie da medizinische, also lateinische Wörter drin sehen, Diagnosen, kümmern Sie sich nicht drum. Die Patienten, die das haben, die wissen das. Die haben das eben so geschildert. Und dann habe ich das einfach so übernommen, wie es ist. So hochinteressant, was Sie da alles machen können. Ja, schauen Sie, es sind auch völlig verschiedene Erkrankungen. Ja, und das können Sie alles damit bewirken. Ja,
woher kommt denn das? Eben, wie wir am Eingang sagten, es kommt durch die Skalarwellen, die eben in eine kompatible Schwingung hineingehen und verstärkt das reindrücken. Das ist das Entscheidende. Soll ich stopp? Dann machen Sie so. Gut, okay. Also, wir müssen hier schließen mal. Und hier haben Sie noch das Wellensystem. Hier sehen Sie immer durch 3 geteilt. Nur ganz kurz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und das geht immer so. So geht der ganze Kosmos. So ist er aufgebaut. Also, leider haben wir nicht mehr Zeit. Wir bräuchten eine Stunde mehr und dann könnten wir ungeheuer viel zeigen. Also, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, und wünsche Ihnen Energien. Hier, Energien. Ja?